Wer war der Doppelwumms-Initiator? Hier blicken wir kritisch auf Olaf Scholz. Wegen der Notfallsituation während der Corona-Pandemie hatte der Bund 2021 nachträglich in Form einer Kreditermächtigung den Haushalt um 60 Milliarden Euro aufgestockt. In solch außergewöhnlichen Situationen ist es trotz Schuldenbremse möglich, Kredite aufzunehmen. Olaf Scholz als Initiator des Doppelwumms. Initiator des Doppelwumms, welcher rechtswidrig ist, war laut Dr. Matthias Middelberg, CDU/CSU, Olaf Scholz als damaliger Finanzminister. Er war es, der die Idee der Zweckentfremdung der Corona-Kredite hatte. Diese Idee brachte Olaf Scholz mit in die Koalitionsgespräche ein. Scholz und sein Team haben die Trickserei ausgebrütet. In der Fragestunde im Bundestag am 16.11.2023 stellte Dr. Middelberg Olaf Scholz die Frage, wer denn der Ideengeber dieser Trickserei war. Hören Sie selbst mal rein. Und zuerst stellt die Frage aus der CDU und CSU-Fraktion Dr. Matthias Middelberg. Herr Kanzler, das ist ja heute wirklich eine historische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Erstmals, dass ein Haushalt des Bundes für verfassungswidrig und auch für nichtig erklärt wurde. Das hat es in der Geschichte dieser Republik noch nicht gegeben. Ich würde Sie fragen, wenn Sie sich daran erinnern können, wer ist der Erfinder dieser Konstruktion, dieses Nachtragshaushalts? Wer hat diese Konstruktion, diese verfassungswidrige Konstruktion zur Umgehung der Schuldenbremse entworfen? Das will ich Ihnen gerne sagen. Wir haben das sorgfältig beraten, was wir tun können. Wir haben uns um eine verfassungsgemäße Lösung bemüht und die auch miteinander diskutiert, schon während der Beratung zur Regierungsbildung und dann natürlich auch im Zusammenhang mit der Aufstellung des entsprechenden Nachtragshaushaltes. Es sind viele rechtliche Fragen erörtert worden und alle waren bis jetzt der Überzeugung, dass das auch ein ordentliches, korrektes Vorgehen ist. Ich finde, es ist gut, dass wir eine Verfassungsordnung haben, in der das Bundesverfassungsgericht spricht. Und ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir die Urteile auch dann beachten, wenn wir vorher anderer Meinung waren. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Herr Bundeskanzler, Sie sprachen von wir. Als vor einem Jahr über den Eilantrag der Union entschieden wurde in diesem Verfahren und der abgelehnt wurde, gab es eine Presseinformation des Bundesfinanzministers Christian Lindner, in der er sagt, es sei heute eine gute Nachricht für die vielen, vielen Menschen und es sei auch eine gute Nachricht für den Bundeskanzler. Zugleich kann sich heute der Bundeskanzler Olaf Scholz bestärkt fühlen. Der zweite Nachtrag 2021 ist ja ein Bestandteil des Koalitionsvertrages. Der zweite Nachtrag 2021 wurde konzeptionell noch vorbereitet von Olaf Scholz als Bundesfinanzminister. Können Sie uns vor dem Hintergrund, Herr Bundeskanzler, erläutern, wer jetzt mit wir gemeint ist und wie wir die Erklärung des Bundesfinanzministers von vor einem Jahr verstehen dürfen? Das kann ich sehr gerne tun. Die Erklärung des Bundesfinanzministers entspricht den Tatsachen. Ich war, wie Sie sich erinnern, Bundesminister der Finanzen und habe natürlich über die Fragen nachgedacht, zusammen mit meinem Haus, was man machen kann. Und deshalb haben wir gemeinsam diese Entscheidung getroffen und stehen auch dazu, dass wir das gemeinsam getan haben. Jetzt handeln wir entsprechend der Regelung, die das Bundesverfassungsgericht uns mitgeteilt hat. Sie dürfen eine zweite Nachfrage stellen. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Haben Sie sich schon mit der Frage beschäftigt, inwieweit das Urteil auch Auswirkungen auf den von Ihnen, ich weiß nicht, ersonnenen oder jedenfalls so benannten Doppelwumms hat, also den Wirtschaftsstabilisierungsfonds? Wir haben uns vorgenommen, alle Fragen durchleuchten, die sich für die Haushaltsführung von Bund und Ländern ergeben. Den WSF selbstverständlich, genauso wie viele, viele andere Fragen, die sich ergeben. Denn es kann ja sein, dass in den Erwägungsgründen des Urteils sich viele Hinweise finden, die viele der Praktiken von Haushaltsführung der letzten 20, 30 Jahre in Frage stellen. Und zwar sowohl beim Bund als auch bei den Ländern. Und deshalb werden wir das genau prüfen. Denn ich glaube, darauf haben alle einen Anspruch, dass wir uns nicht nur formal an das halten, was jetzt konkret entschieden worden ist, sondern dass wir auch den Wunsch und den Willen des Bundesverfassungsgerichts beachten, soweit er sich in den Erwägungsgründen wiederfindet.
Trotz Regierungsbau in der größten Krise Deutschlands. Um allen Beschäftigten wieder an einem Standort Platz zum Arbeiten bieten zu können, soll ein Erweiterungsbau für das Bundeskanzleramt entstehen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2023 geplant. Die aktuelle Kostenprognose berücksichtigt neben den ermittelten Baukosten auch eine Abschätzung zur allgemeinen Baupreisentwicklung in den nächsten Jahren. Der Anstieg der Baupreise entwickelt sich gerade in den letzten zwei Jahren stark und betrifft öffentliche und private Bauvorhaben gleichermaßen. Ursprünglich wurden 450 Millionen Euro veranschlagt, aber mittlerweile gehen die Kosten mit großen Schritten auf 800 Millionen Euro zu. Vergleicht man die Planung mit der Elbphilharmonie, dann hat man ja noch Luft bis 5 Milliarden Euro, denn diese kostete damals 11-mal mehr als geplant. Die Bundesregierung plant auch einen naturschutzrechtlichen Ausgleich, da für die Bauarbeiten mehrere Bäume auf der Fläche des neuen Kanzleramts gefällt werden müssen. Allein dafür werden noch einmal 10,5 Millionen Euro verschleudert. Der Anbau soll auf dem westlich des gegenwärtigen Kanzleramts gelegenen Gelände des Kanzlerparks entstehen, die Spree trennt aber beide Bauteile. Um das alte Kanzleramt mit dem Neubau zu verbinden, ist ein Tunnel unter der Spree geplant. Bisher waren nur lediglich zwei Brücken als Verbindung geplant, doch ein Tunnel macht einfach mehr her. Zusätzliche Kosten der Tunnelverbindung 20 Millionen Euro. 50.000 Quadratmeter groß soll der Regierungspalast werden. Zum Vergleich hat das Weiße Haus gerade einmal 5.110 Quadratmeter. Finanzminister Lindner hatte das Vorhaben kritisiert. Finanzminister Lindner hatte den Bau im Zuge der laufenden Haushaltsberatungen kritisiert. Lindner sagte, ich glaube, dass in Zeiten von mehr Homeoffice und ortsflexiblem Arbeiten ein mindestens 800 Millionen teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich ist. Im Finanzministerium gäbe es laut Lindner inzwischen 65% Kolleginnen und Kollegen, die von zu Hause aus arbeiten oder von unterwegs. Erste Einsparungen. Die Bundesregierung will ein Drittel bei der Finanzierung für den Freiwilligendienst reduzieren. Für 2024 ist im Haushalt eine Kürzung der Bundesmittel für die Freiwilligendienste in Höhe von 78 Millionen Euro vorgesehen, für 2025 sogar in Höhe von 113 Millionen Euro im Vergleich zu 2023. Die Einsparungen im Bundesfreiwilligendienst, wodurch dann ein Großteil der freiwilligen Helfer in Kitas und Altenheimen wegfallen werden, trifft 35.000 junge Menschen, für die das gleichzeitig auch der Einstieg in einen Pflege- oder Erzieherberuf ist. Es geht um Freiwillige, die beispielsweise ein freiwilliges soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst leisten. Allein schon der Gedanke, hier Gelder zu kürzen, zeigt, wie realitätsfremd die Entscheider sind. Würde Olaf Scholz seinen Protzbau auch nur um 20% reduzieren, müsste man keine Abstriche im Freiwilligendienst machen. Wie soll das der Bürger noch verstehen? Aber Olaf Scholz hält an seinem Vorhaben für den Protzbau fest. Durch den Druck der Bevölkerung, unter anderem über eine Petition mit über 100.000 Unterzeichnern, wurde nun dieser Unfug rückgängig gemacht. Die Einschnitte wurden Mitte November 2023 vom Haushaltsausschuss des Bundestages zurückgenommen. Mit dem Beschluss des Haushaltsausschusses wurden diese Kürzungen nicht nur zurückgenommen, sondern der Ansatz für die Jugendfreiwilligendienste sogar um zusätzliche 2 Millionen Euro erhöht. Schon damals schleuderte Olaf Scholz die Steuergelder raus. Schon damals zeigte Olaf Scholz, dass er keine Skrupel hat, Steuergelder auf den Kopf zu hauen. Zwar wurde der Bau der Elbphilharmonie 2007 durch die Bürgerschaft unter Bürgermeister Ole von Beust beschlossen, aber Scholz hätte die Reißleine später noch ziehen können. Doch stattdessen gab er als Hamburger Bürgermeister 2013 bekannt, dass die Elbphilharmonie 789 Millionen Euro an Steuergeldern verschlingen werde, also 10-mal so viel wie anfangs geplant. Scholz wörtlich: Wir haben alles aufgeschrieben, was uns aufgefallen ist, und nach bestem Wissen und Gewissen fehlt da nichts. Am Ende stimmte auch diese Rechnung trotz bestem Wissen und Gewissen nicht und erhöhte sich noch einmal um 77 Millionen Euro. Der Bau kostete 866 Millionen Euro, also das Elffache. War Christian Olearius für Scholz ein guter Lehrer für den Doppelwumms? Obwohl das Finanzamt Hamburg 2016 die gestohlenen Steuergelder in Höhe von 47 Millionen Euro von der Warburg Bank zurückfordern wollte, entschied Hamburg damals in letzter Minute, dass Warburg die Steuergelder zunächst behalten durfte. Kurz zuvor traf sich Olaf Scholz, damals amtierender Bürgermeister, mit Christian Olearius, dem damaligen Chef der Warburger Bank.
Olaf Scholz scheint sich gern im Graubereich zu bewegen, doch die Summe seiner Taten lässt kaum Hoffnung, dass die Regierung die aktuelle Krise in den Griff bekommen kann. Scholz wird es nicht stören, denn in 5 Jahren wird er sich sowieso an nichts mehr erinnern, was er in seiner Regierungszeit und davor alles verzapft hat. Bitte streichen Sie den Erweiterungsbau des Kanzleramts, Herr Bundeskanzler.